Es gibt Dinge, die sind zufällig und andere sind, naja, fast schon ein bisschen logisch. Und wir sehen ja jetzt plötzlich einen Game Changer, ein neues Motiv an den Märkten, und das sind diese Inflationssorgen. Diese Inflationssorgen wiederum bedingen, dass die Notenbanken möglicherweise früher und schneller den Fuß vom Gaspedal nehmen müssen, vielleicht sogar richtig auf die Bremse oder sogar die Handbremse treten müssen. Und dann plötzlich kommen zwei Persönlichkeiten in den Fokus und auch unter Druck an der Wall Street, die vorher die Superstars waren. Die Rede ist von Elon Musk und Cathie Wood. Elon Musk mit Tesla und seinem Tweet zu Bitcoin heute und Cathie Wood mit ihren ARK-Produkten, die ja auf einer Erfolgswelle geritten ist. Die Flut hebt alle Boote und auch jene Boote, die vielleicht viele Löcher haben. Aber wenn so viel Wasser dann unterm Kiel ist, dann reicht das, damit das Boot nicht sofort absäuft, wenn der Druck von unten stark genug ist. Aber wenn der Druck nachlässt, weil eben möglicherweise jetzt am Horizont erscheint, dass die Liquiditätsflut ein Ende hat, und vielleicht schneller als man gedacht hat, dann kommen eben diese Herrschaften, die wie Surfer auf einer Erfolgswelle geritten sind, plötzlich unter Druck und fallen möglicherweise von dieser Welle eben runter, und dann macht es plumps. Und derzeit zumindest besteht die Gefahr, dass es plumps macht. Schauen wir uns mal hier an. Da gibt es durchaus einigen Widerstand und Gegenwind gegen Elon Musk und seinen Tweet, dass Tesla jetzt keine Bitcoins mehr akzeptieren würde, weil Bitcoin eben so energieintensiv sei. Da gibt es manche, die sagen, ja Mensch, 75% beim Bitcoin-Mining sei schon alternative Energien, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber gut, lassen wir es mal so stehen, das dürfte deutlich weniger sein, weil vor allem nach wie vor in der Provinz Xinjiang, dort wo die Uiguren zu Hause sind, das Zentrum der Bitcoin des Bitcoin-Minings ist, wenn es denn überhaupt ein Zentrum gibt, dann ist es da, und da ist eher weniger mit erneuerbaren Energien. Da gibt es ganz kerngesunde Kohlekraftwerke, die da verantwortlich sind für diese Stromgenerierung. Aber sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass in einem positiven Gesamtmarkt, dazu gleich mehr, Tesla negativ ist. Da dürften einige ziemlich sauer sein und möglicherweise auch keine Teslas mehr kaufen wollen. Das ist durchaus möglich. Jetzt hat Elon Musk nochmal nachgeschoben und hat eine allgemein verfügbare Grafik hier gepostet, wiederum auf Twitter, über Electricity Consumption von Bitcoin, und dann sieht man, ja, da geht es teilweise deutlich nach oben, und er schreibt, Energy Usage Trend over past few months is insane, also versucht sich da nochmal zu rechtfertigen. Nach meiner Auffassung ist all das nicht so wirklich stichhaltig, was Elon Musk hier sagt, und Will Chamberlain merkt an, erinnert euch, das ist der Typ, der einst meinte, er würde Tesla privatisieren wollen, also von der Börse nehmen wollen, dafür eine Strafe hat bezahlen müssen. Aber was hat dieser Junge schon alles nach oben gepusht und wieder nach unten gepusht? Das ist durch Asperger alleine vielleicht nicht erklärbar. Das grenzt schon an Kursmanipulation oder geht schon darüber hinaus. Jedenfalls könnte da bald ein tiefer Fall einsetzen einer Persönlichkeit, die Grenzen überschreitet, grundsätzlich immer wieder Grenzen überschreitet, und irgendwann ist auch mal eine rote Linie überschritten und dann macht es vielleicht Bums. Ein Punkt, der interessant ist in dem Zusammenhang, wie hier ein Artikel von Bloomberg zeigt, dass Teslas CEO, also Musk, durchaus Gegenwind bekommen hat von jenen Investoren, die eben nachhaltig investieren wollen. Da hat man dann gesagt, ja Mensch, Bitcoin verbrauche doch so viel Energie. Möglicherweise muss Musk darauf reagieren. Wir wissen nicht, können nur spekulieren, was seine Motive sind. Manche vermuten, dass er den Preis für Bitcoin drücken will, um dann sich selber nochmal einzukaufen etc. oder ganz andere Motive. Das ist alles Spekulation. Jedenfalls ist das schon eine sehr überraschende Wende, und das könnte auch für den Aktienkurs von Tesla eine Belastung bleiben, denn da wird es ein paar Leute geben, die jetzt richtig sauer sind. Diejenigen, die short waren in der Tesla-Aktie und die Musk durch durchaus innovative Methoden gesqueezed hat, die massive Verluste erlitten haben, die dürften auch nicht gerade begeistert sein von Elon Musk. Da ist mancher ja der Auffassung, es handelt sich um Kursmanipulation. Da wird vielleicht noch mal einiges ans Licht kommen. Immer wieder auffällig zum Beispiel, wenn der Tesla-Kurs, der Aktienkurs von Tesla unter Druck kommt, dass dann gerne sehr kurzfristig auslaufende Call-Optionen plötzlich gekauft werden in Masse. Das zwingt dann teilweise die Market Maker mitzugehen, müssen sich absichern durch den Kauf der Aktie. Also so ganz koscher ist das nicht. In Sachen Bitcoin vielleicht noch interessant. Colonial Pipeline, Sie haben diese Story gehört.
dieser Hackerangriff auf diese Pipeline, die so viele Millionen Amerikaner mit verschiedenen Energien versorgt, da hat jetzt der Betreiber Colonial Pipeline, wie bekannt wurde, sehr, sehr schnell die geforderten 5 Millionen Lösegeld bezahlt. Und da gibt es ja dann bei solchen Erpressern oft richtige Hotlines, kannst du anrufen, ne? Dann schalte ich dich wieder frei. Und man munkelt doch sehr konkret, dass es sich hier um Bitcoin-Zahlungen gehandelt hat. Also auch das wieder so ein Punkt, der natürlich den Gegenwind gegen Bitcoin durchaus eher verstärken dürfte. Ob das stimmt, weiß ich noch nicht, aber jedenfalls ist das ein ziemlich pikantes Gerücht, das derzeit am Markt umgeht. Keine Frage. Wir sehen, um jetzt in den Aktienmärkten zu kommen, heute eine Erholung. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick schon diese Grafik. Positive Divergenz, stark überverkauft hier beim S&P 500. Und wir haben ein Zurückschnappen gesehen. Da ist dann also eine Drehung reingekommen. Eher eine technische Aufwärtsbewegung. Nach meiner Auffassung jetzt nicht die Wende wieder nach oben, denn diese Inflationssorgen sind eine Gefahr für diese Blase, die die Notenbanken geschaffen haben, für diese Liquiditätsblase, wo die Flut alle Boote hebt. Jetzt plötzlich kann es sein, dass diese Flut abebbt, zumindest ist das am Horizont erkennbar, und dann, um diesen Spruch von Warren Buffett zu bemühen, sieht man, wer nackt gebadet hat. Und Cathie Wood und Elon Musk sind da ganz prima Kandidaten dafür. Wir sehen aus der VIX auch die Vola hier deutlich an markante Punkte gekommen war, der VIX an seinen Aufwärtstrend. Wir sehen, dass hier der RSI beim VIX weit über 70 war, also deutlich überkauft, wenn man so will, zu schnell, zu stark gestiegen, dann kommt ein Rücksetzer. Aber insgesamt sehen wir eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation beim VIX. Das könnte also hier noch lange nicht zu Ende sein, was da passiert. Und wir sehen auch, dass trotz des Anstiegs des Nasdaqs, trotz des Anstiegs des Gesamtmarktes, ARK Innovation ETF von Cathie Wood ist unter Druck, ist dann unter 100 Dollar gefallen. Wenn wir uns anschauen, wir waren im Februar knapp bei 160. Das ist also ein ziemlich herber Verlust an einem Tag, an dem der Gesamtmarkt positiv ist, kann ARK nicht steigen. Warum? Weil letztendlich diese unprofitablen Tech-Unternehmen, die Cathie Wood massiv gewichtet hat in ihren Portfolios, sie hat ja auch Bitcoin, sie hat Tesla, sie hat also all das, was durch die Notenbanken besonders schnell mit Blasenluft versorgt wurde, hat sie schön im Depot, dementsprechend ein immenses Klumpenrisiko. Und wie ich heute Morgen schon sagte, wir hatten ja die Pleite von Archegos gesehen, diesen Family Office von Bill Wang, und das war vielleicht Bear Stearns, und vielleicht wird dann Cathie Wood praktisch die Lehman-Dimension sein des Ganzen. Bill Wang und Cathie Wood verstehen sich auch sehr gut, kennen sich sehr gut, haben teilweise miteinander immer wieder zu tun gehabt, Research zusammen betrieben etc. Das Leben schreibt manchmal Zufälle. Insgesamt kann man sagen, wenn wir uns mal diese Aussage von Jim Reed anschauen, der Deutschbanker, der sagt, ja, also es gibt Phasen, die sind ziemlich langweilig an den Märkten. Hurra, da können wir uns dran erinnern. Die sind gar nicht so selten. Aber jetzt haben wir eine interessante Phase, denn es gibt natürlich Grund, bullisch zu sein, weil wir eben noch die Liquidität der Notenbanken haben und jetzt eben dieses Reopening stattfindet der Wirtschaft. Das ist das Bullische, und auf der anderen Seite die Konsequenzen der Inflation ist eben das Negative. Und da ist Volatilität zu erwarten, ein Hin und Her zu erwarten, ein Ziehen und Zerren an den Märkten. Vola dürfte steigen, deswegen dürfte der VIX weiter im Aufwärtstrend sein. Wir waren bis heute Kasseröffnung Wall Street, Futures waren ja auch negativ wieder in den USA, hatte der Nasdaq oder haben die Tech-Werte ihren schwächsten Monat seit März 2020 gehabt, also da hat sich was geändert, aber meine These ist, selbst wenn die Märkte fallen sollten, dann würden wahrscheinlich auch die großen Tech-Unternehmen fallen, also die Big Five, Apple, Amazon, wie sie alle heißen, aber die würden wahrscheinlich etwas weniger fallen, weil dann immerhin eine gewisse Substanz dort erkennbar ist, weil da wirklich Gewinne gemacht werden, im Gegensatz zu eben irgendwelchen Tech-Unternehmen, die eben keine Gewinne machen, und davon gibt es ja prozentual mehr als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, man darf es ja nicht vergessen und sollte es oft genug erwähnen. Jedenfalls schreibt Morgan Stanley, also wir sehen, dass durchaus da Appetit ist von Langfristinvestoren bei diesen großen Tech-Names.
Die gehen also davon aus, dass das eben möglicherweise auf jeden Fall eine Geschichte ist, in der man sicherer ist als in anderen Dingen, etwa dem ARK-ETF von Cathie Wood. Wir sehen, dass insgesamt jetzt das Bedürfnis nach Absicherung nach oben geht. Put-Call-Ratio geht deutlich nach oben. Wir kommen natürlich von Tiefständen, aber der eine oder andere merkt, oh, könnte gefährlicher werden jetzt mit diesem Game-Changer-Inflation, müssen wir uns ein bisschen absichern. Dementsprechend geht es jetzt da nach oben. Und eben das Thema Inflation heute wieder neue Nahrung bekommen durch die Erzeugerpreise, die deutlich höher ausgefallen sind als erwartet. Der Markt hat aber nicht mehr so schockiert reagiert wie eben gestern. Gewöhnungseffekt, man hatte damit gerechnet, dass das wieder ein Ausreißer nach oben geht. Schauen wir uns diesen Ausreißer mal an. 6,2%, muss man sagen. Wir hatten in den letzten FED-Protokollen des letzten Monats, hieß es, underlying inflation pressure remains subdued. Monetary policy to remain highly accommodative. Also der Inflationsdruck sei also praktisch kaum ausgeprägt. Ja, also wir haben jetzt die größte jemals verzeichnete Steigerung der Erzeugerpreise heute gesehen. Das nennt man dann nur gering ausgeprägt. Und die Chinesen, der Chinese, reagierte vor allem auf die gestiegenen Rohstoffpreise. Wir sahen heute zwischenzeitlich chinesische Aktien unter Druck, weil man hier diese massiv gestiegenen Rohstoffpreise ein bisschen eindämmen will. Vor allem in Dalian ist Iron Ore gestiegen. Dalian ist eine wichtige Hafenstadt, auch ein Future-Markt in China. Iron Ore, also Eisenerz, massiv gestiegen. Hier also ziemlich alle Rohstoffe, die nicht auf den Baum kamen, mit neuen Hochs oder neuen Allzeithochs. Einer davon Eisenerz, dann deutlich unter Druck gekommen. Da gab es Margin Calls, weil eben die politische Führung nicht nur erstmal die Tech-Konzerne so ein bisschen an die Leine genommen hat, sondern jetzt eben scheinbar auch bei den Rohstoffen ein bisschen drücken will. Und diese Rohstoffe waren ja ein zentrales Thema für den Anstieg der Inflation, neben eben Lieferkettenproblemen, Labor Shortage, ist das andere, also die nicht verfügbaren Arbeitskräfte gewissermaßen. Und die Sorge ist, dass jetzt durch Lohnsteigerungen eben dann das letzte Puzzleteil hinzukommt, das die Inflation dann perfekt macht oder ein deutliches und auch nachhaltiges Ansteigen der Inflation perfekt macht. Und dafür sprechen heute Meldungen, dass sowohl McDonald's als auch Amazon die Löhne erhöhen wollen. Man zahlt jetzt Bonusse von tausende Dollar teilweise für jemanden, der sich hier einstellen lässt von einer dieser Firmen und dabei noch sozusagen eine Impfung vorweisen kann, also vorweisen kann, dass er auch wirklich geimpft ist. Also wir sehen, da werden jetzt die Löhne angehoben und das sind ja keine kleinen Konzerne. Amazon alleine will jetzt 75.000 Leute nochmal neu anstellen. McDonald's versucht jetzt durch Anhebung von Löhnen eben hier zu punkten gegen diesen Labor Shortage. Also da sieht man, das wird jetzt eine interessante, eine wichtige Geschichte werden. Das ist das letzte Puzzleteil, das wirklich hier eine Rolle spielen kann. Und abschließend hier mal ein Vergleich der Inflationsraten zum Vorjahresmonat CPI, also Verbraucherpreise. Wir haben Japan minus 0,2%. Und das, obwohl Japan seit vielen Jahren dieses Quantitative Easing im Extrem betreibt, ist ja praktisch der Pionier des massiven Kaufes von nicht nur Anleihen, sondern es werden ja sogar ETFs auf die Aktienmärkte gekauft. Also da kann man von freien Märkten gar nicht mehr sprechen. Es hat nicht geholfen. Eigentlich sollte das QE die Inflation nach oben bringen. Wir sehen, Japan ist Schlusslicht in Sachen Inflation. Die USA, die robben sich jetzt nach vorne in dieser Tabelle mit 4,2%. Und die Spitzenreiter sind die Türkei 17,1%, Argentinien 42,6% und Venezuela 3012%. Also da haben die Amerikaner noch durchaus einen Weg vor sich. Die wollen ja immer die Nummer 1 sein, bis Venezuela ist noch ein bisschen Strecke hin, aber America to the Moon, sie werden das auf jeden Fall schaffen. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feiertagsabend. Vielleicht schauen Sie ja Dortmund gegen Leipzig. Ich werde mir das anschauen. Morgen gibt es nochmal einen Videoausblick, aber dann werde ich entschwinden. Dafür habe ich heute die Stellung gehalten am Vatertag. Nur für Sie, meine Damen und Herren, nur für Sie mache ich fast alles. Schönen Abend. Servus, ciao.